Ach, da seid ihr ja wieder. Ich nehme an, die letzte Geschichte hat euch gefallen und ihr seid hier, um eine weiteren zu lauschen. Wenn dem so ist, nehmt Platz, entspannt euch und spitzt die Öhrchen, denn wir lesen heute die Sache mit der Schokosoße von Darris Lintu. Es geht hierbei um eine für manche wünschenswerte Liebesbeziehung zwischen Gronkh und Sarrazar. Ihr kennt sie wahrscheinlich, die beiden. Viel Spaß mit der Geschichte. Das blinkende Lämpchen war wie ein Wink des Schicksals. Für die meisten Menschen kündigte es einen schwachen Akku an, der bald aufgab. Doch für Gronkh und Sarrazar bedeutete es einen Moment, in dem sie unbeobachtet waren. Auch wenn sie jetzt noch nicht wussten, was es ihnen nützen würde. Später würde Gronkh nicht sagen können, wie ihn die Erkenntnis, dass der Akku schwach war, zu der Idee mit der Schokosoße gebracht hatte. Aber vielleicht hatte auch da das Schicksal seine Finger im Spiel. Gronkh jedenfalls hatte seine Finger gerade in der Schokosoße und wartete nur noch auf eine passende Gelegenheit. Sie kam, als Sarrazar sich wieder zu ihm herumdrehte. Bevor dieser sich abwenden konnte, hatte Gronkh ihm schon einen Klecks Schokosoße auf die Nase getupft. Innerhalb einer halben Sekunde konnte Gronkh sehen, wie Sarrazar stutzte, auf seine Nase schielte und dann anfing zu lachen. Er wischte sich die Schokosoße ab und versuchte, sie stattdessen an Gronkhs Arm abzuschmieren. Das blinkende Lämpchen war in den Hintergrund gerückt. Gronkh und Sarrazar lieferten sich ein Gerangel, bei dem keiner nachgeben wollte. Irgendwann gelang es Gronkh, mit einer Hand beide Handgelenke von Sarrazar festzuhalten, dass er sich nicht befreien konnte. Zu dem Zeitpunkt hatte Gronkh schon mehrere Schokoflecken an beiden Unterarmen und würde sich jetzt dafür rächen. Mit der freien Hand tastete er blind nach der Schokopizza, die immer noch auf dem Tisch lag, und nahm etwas von der Soße, die an weiche Nutella erinnerte. Er brachte die Hand in Sarrazars Sichtfeld und verstärkte gleichzeitig noch einmal seinen Griff, damit er sich nicht rauswinden konnte. »Rache ist süß«, meinte Gronkh, und beide mussten lachen. »Süß und klebrig.« »Nein, bitte nicht«, flehte Sarrazar, »nicht auf mein Oberteil.« »Gut, das lässt sich einrichten«, sagte Gronkh gönnerhaft und hielt die Hand mit der Schokosoße so, dass nichts auf Sarrazars hellgraues Oberteil tropfen konnte. Dafür näherte er sich Sarrazars Gesicht. Der versuchte, seinen Kopf zur Seite zu drehen, doch viel Spielraum hatte er nicht. Gronkh hatte ihn schon so weit nach hinten gedrückt, dass er fast auf dem Sofa lag und Gronkh sich über ihn beugte. Doch kurz bevor Gronkh die Schokosoße im ganzen Gesicht verteilen konnte, änderte Sarrazar seine Taktik. Er hob seinen Kopf an und fing Gronkhs Finger mit dem Mund ein, um so viel Schokosoße wie möglich davon abzuschlecken. Das war zwar nicht das, was Gronkh geplant hatte, doch damit konnte er definitiv auch leben. Sarrazars Zunge fuhr in eindeutig zweideutiger Weise an Gronkhs Finger entlang und umspielte sie. Gronkh merkte, dass sich ein dreckiges Grinsen in sein Gesicht stahl. Das waren zwar nur seine Finger, die Sarrazar so verwöhnte, doch das weckte Erinnerungen an andere Gelegenheiten. Schnell warf Gronkh einen Blick zur Kamera. Das Lämpchen blinkte immer noch. Entweder würde der Akku bald aufgeben, oder sie mussten eben etwas aus dem Filmmaterial rausschneiden. Mit dem leeren Akku hatten sie eine gute Entschuldigung für den Schnitt. Als Sarrazar von Gronkhs Fingern abließ, nutzte dieser die Gelegenheit, um nochmal nach der Schokopizza zu greifen und mit Fingern voller Schokolade zurückzukehren. Dieses Mal verteilte er etwas davon auf Sarrazars Lippen und beobachtete dann, wie die Zunge darüber glitt und die Schokolade ableckte. Sie würden nachher furchtbar kleben, aber das war ihnen gerade egal. Wieder strich Gronkh mit seinen schokoladigen Fingern über Sarrazars Lippen und beugte sich dann vor, um die Schokosoße selber zu entfernen. Der Geschmack von Schokolade untermalte den Kuss. In der Zwischenzeit hatte Gronkh seinen Griff um Sarrazars Handgelenke gelockert, doch er behielt seine Arme da, wo sie waren. Es handelte sich nicht länger um einen Kampf. Oder wenn, dann hatte Sarrazar schon vor einer Weile kapituliert. Gronkh löste seinen Kuss, um Sarrazars Gesicht weiter mit Schokosoße zu bedecken. »Pass auf, dass du nicht zu satt wirst«, mahnte Sarrazar. »Wir haben noch anderes Zeug, das wir essen müssen.« »Ja, ja.« Gronkh war das herzlich egal. Das hier hatte mit einer anderen Art von Hunger zu tun. Und der würde so schnell nicht gestillt werden. Er nahm sich eins der Brownie-Stückchen und fütterte Sarrazar damit direkt von seinen Lippen. Sarrazar schloss genießerisch die Augen und auch das hatte nicht nur mit der Schokolade zu tun. Gronkh verlagerte sein Gewicht, bis er auf Sarrazars Schoß saß. Wann hatte der Jüngere sich eigentlich ganz hingelegt? Jedenfalls gefiel Gronkh diese Position und er bewegte die Hüften leicht hin und her. Sarrazar grinste. »Du weißt, dass wir das Let's Eat noch zu Ende drehen müssen?«, fragte er. »Wer sagt denn, dass wir das nach einer kurzen Unterbrechung nicht tun?«, und entgegnete Gronkh. Er zog mit der Schokosoße eine Linie von Sarrazars Oberlippe bis zu seinem Mundwinkel. »Das sieht aus wie ein Schnurrbart«, lachte er plötzlich, als er sich sein Werk genauer ansah.
Er vervollständigte das Kunstwerk auf der anderen Seite. Na warte, das kriegst du zurück! Sarasar klang entschlossen, richtete sich auf und schubste seinen Freund von sich hinunter. Bevor er Gronkh auf dem Sofa festnagelte, wischte er sich einmal über sein Gesicht und verteilte die Schokosauce so nur. Gronkh lachte. Hahaha, das verleiht dir eine völlig natürliche Bräune, meinte er. Na, dann warte mal, wie du gleich aussiehst, entgegnete Sarasar. Jetzt lag Gronkh unten. Unterschwellig war er sich bewusst, dass sie bei ihren Spielereien mit der Schokolade aufpassen mussten, damit sie das Sofa nicht zu sehr versauten. Der Teppich hatte schon etwas abbekommen und Gronkh wollte das nur ungern irgendwelchen Leuten vom Hotel erklären müssen. Sarasar saß zwischen seinen Beinen und griff nach der Schokopizza. Wie auch Gronkh es mit ihm getan hatte, fütterte er ihn mit kleinen Schokoladenstückchen, bevor er zu seiner Revanche überging. Gronkh bekam gar nicht erst die Chance, Sarasars Finger abzulecken. Er zielte mit der Schokosauce eher auf seine Stirn. Um das Sofa zu schonen, hielt er still und ließ Sarasar gewähren. Es war ein merkwürdiges Gefühl, als dieser die Schokolade auf seine Haut verteilte. Es fühlte sich klebrig an und der süße, schwere Geruch umhüllte sie bald gänzlich. Gronkh sah, dass Sarasar noch einmal seine Finger in die Schokosauce tunkte. Dann kamen diese Finger seinen Augen aber bedenklich nahe. Instinktiv drehte er den Kopf zur Seite. »Halt still«, sagte Sarasar. »Ich will aber keine Schokosauce in den Augen haben«, meinte Gronkh, wandte Sarasar den Kopf aber immerhin wieder zu. »Vertrau mir einfach«, dabei sah Sarasar ihn mit großen, dunklen Augen an. Gronkh seufzte leise. Vertraute er Sarasar? Natürlich. Würde Sarasar es schaffen zu tun, was auch immer er tun wollte, ohne dass Gronkh hinterher Schokoaugen hatte? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Doch wenn er sich Sarasar so anguckte, mit geweiteten Pupillen und einem aufgemalten Schokoschnurrbart, dann konnte er ihm den Wunsch kaum abschlagen. Er nickte leicht. Sarasars Finger voller Schokosauce kamen wieder auf sein Gesicht zu. Gronkh schloss die Augen und versuchte nicht zusammenzuzucken. Doch ein leichtes Blinzeln konnte er nicht unterdrücken, als Sarasar seine Augenbraue berührte, aber er entspannte sich schnell wieder. Sarasar strich noch einmal um Gronkhs linkes Auge herum und Gronkh musste Sarasar einfach vertrauen, dass nichts passierte. »Schläfst du gerade ein?«, fragte Sarasar nach ein paar Sekunden. »Warum?«, fragte Gronkh zurück und öffnete das Auge, mit dem Sarasar gerade nicht beschäftigt war. »Weil du so entspannt aussiehst.« Gronkh lächelte. Wenigstens hatte Sarasar nichts von seinen Befürchtungen mitbekommen. »Es ist angenehm«, sagte er stattdessen und meinte es auch so. Sarasar grinste und verteilte etwas Schokosauce auf Gronkhs Nase, die er prompt rümpfte. »Wie sollen wir das den Zuschauern erklären? Wir können ja schlecht erst nochmal duschen gehen.« »Wir tun einfach so, als wäre nichts«, antwortete Sarasar schlicht. Gronkh schnaubte. »Tja, weil das ja auch gar nicht auffällt.« »Natürlich, aber wenn wir das noch durchziehen, wirkt es wie gewollt.« Sarasar klang so überzeugt, dass Gronkh gar nicht mehr widersprechen wollte. Er zog Sarasar zu sich, darauf achtend, dass er mit seinen schokoladigen Fingern keine Flecken auf seinem Oberteil hinterließ. Diese würden sie den Zuschauern garantiert nicht als gewollt darstellen können. Gronkh versuchte, Sarasars Lippen mit einem Kuss einzufangen. Doch das war gar nicht so einfach, wenn dieser sprach. »Ich bin aber noch nicht fertig mit dir.« »Und was stelle ich da, wenn ich mal fertig bin?«, fragte Gronkh. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« Gronkh musste lachen und merkte gleichzeitig, dass Sarasar von diesen Bewegungen durchgeschüttelt wurde. Er legte seine Stirn an Gronkh, während sie sich küssten. »Ich liebe dich«, wisperte Sarasar in den Kuss hinein. Statt einer Antwort zog Gronkh ihn noch dichter an sich. Sarasar war mit Liebesbekundungen sonst eher sparsam. Es musste wohl mit dem unvermeidbaren Zuckerschock zusammenhängen. Eine Weile verharrten sie eng in dieser umschlungenen Position und genossen einfach die Nähe. Wenn Gronkh nicht aufpasste, dann würde er bald wirklich einschlafen. Immerhin war es schon 3:30 morgens und der bisherige Urlaub in den USA war auch nicht gerade erholsam gewesen. »Wir müssen das Video noch beenden«, murmelte Gronkh schließlich schweren Herzens. Er warf einen Blick aus dem Augenwinkel zur Kamera, doch das Blinken hatte aufgehört, der Akku war leer. Sarasar löste sich von Gronkh. »Dann mache ich aber erst noch deine Kriegsbemalung fertig.« »Tu das«, meinte Gronkh und schloss wieder die Augen. Bisher war tatsächlich nichts passiert, so dass er es dieses Mal entspannter anging. Feine Schauer krochen seinen Nacken entlang, als Sarasar wieder Schokosauce in seinem Gesicht verteilte. »Fertig«, verkündete er dann irgendwann. Gronkh verkniff es sich, nach dem Spiegel zu fragen. Er ahnte, wie er aussah und brauchte nicht noch eine Bestätigung dieser Lächerlichkeit. Da war Sarasar mit seinem Schnurrbart doch noch gut weggekommen. »Du siehst zum Anbeißen aus«, scherzte Gronkh und setzte sich auf. »Warte!« Er langte noch einmal nach der Schokopizza, die stellenweise schon stark lädiert aussah. »Was hast du vor?«, fragte Sarasar misstrauisch. »Ich male dir ein Herz auf die Wange«, verkündete Gronkh fröhlich. »Bitte nicht! Das könnten die Zuschauer falsch deuten!« »Was heißt ja falsch deuten? Sie hätten doch recht!« Gronkh grinste und Sarasar verdrehte die Augen. »Du weißt, was ich meine!«
Na gut, lenkte Gronkh ein. Aber was mache ich da mit der Schokosoße? Er wackelte mit seinen schokoladigen Fingern. Ich hätte da eine Verwendung, sagte Sarasa, und sein Grinsen brachte Gronkh zu dem Schluss, dass ihm diese Idee gefallen würde. Wie schon am Anfang ihrer verrückten Aktion nahm Sarasa Gronkhs Finger in den Mund, doch dieses Mal war es nicht Notwehr. Keine Aktion, die primär sein Oberteil schützen sollte, sondern pure Absicht. Und er sah Gronkh direkt in die Augen, während er mit der Zunge die Finger umspielte. Boah, stöhnte Gronkh bei diesem Anblick und presste sich seine freie Hand in den Schritt. Sarasa wusste genau, welche Knöpfe er bei ihm drücken musste. Und der Bastard lachte nur, ein leises, perlendes Geräusch, das sich über Sarasas Zunge auf Gronkhs Finger übertrug. Sarasa zog seinen Kopf leicht zurück und schabte dabei mit den Zähnen etwas von der Schokosoße ab. Im Kontrast zu seiner weichen Zunge fühlten sich die Zähne hart und unnachgiebig an. Er übte gerade so viel Druck aus, dass es nicht unangenehm wurde. Wenn Gronkh sich vorstellte, dass Sarasa das mit anderen, empfindlicheren Körperteilen tun würde... Für einen Moment drohte Gronkh alles um sich herum zu vergessen, auch dass die Nacht jetzt schon verdammt kurz werden würde. Sie mussten morgen früh raus, wenn sie die Wüste durchqueren wollten. Er gab sich einen Ruck. Komm schon, lass uns den Kram endlich beenden und dann ins Bett gehen, sagte Gronkh. Er wollte seine Hand zurückziehen, doch Sarasa hinderte ihn daran, indem er etwas fester zubiss. Gronkh konnte seine Hand nicht aus seinem Mund nehmen, ohne dass es weh tat. Er versuchte es trotzdem und prompt gruben sich Sarasas Zähne in seine Finger. Gronkh verzog das Gesicht. Gut, dass das nur meine Finger sind, lachte er. Sarasa grinste ein Haifischgrinsen und behielt seine Zähne um Gronkhs Finger geschlossen. Das würde Bissspuren geben. Lässt du mich los, wenn ich es dir erlaube, ein Stück Schokopizza mit ins Bett zu nehmen? Schlug Gronkh vor. Er hoffte, dass Sarasa nach dem ganzen Süßkram, den sie noch vor sich hatten, nicht auf das Angebot zurückkommen würde. Und selbst wenn, würden sie dann nur ein Bett versauen. Das zweite Zimmer buchten sie in der Regel nur zur Tarnung. Und weil sie seltsam angeguckt wurden, wenn sie nur ein Doppelzimmer haben wollten. Darf ich die Pizza dann auch benutzen? Fragte Sarasa leicht undeutlich. Darauf bedacht, Gronkhs Finger nicht loszulassen. Gronkh nickte großzügig und Sarasa löste endlich den Klammergriff seiner Zähne. Verrückter Kerl, lachte Gronkh, als er sich seine malträtierten Finger ansah. Dann drehen wir das Video schnell zu Ende und gehen dann ins Bett? Sarasa klang liebenswert enthusiastisch. Zu dir oder zu mir? Zu dir, antwortete Gronkh, nachdem er sich die Schokoflecken auf dem Teppich angesehen hatte. Er würde dem Zimmerservice ein dickes Trinkgeld dalassen, aber das war es ihm wert. Genauso wie so ziemlich jeder Blödsinn, den er mit Sarasa anstellte, inklusive der Beziehung, die sie beide schon seit mehreren Monaten führten. Na los, sagte Sarasa, schnell Hände waschen und dann geht's zur Sache. Gronkh wusste, dass er bewusst offen ließ, ob er den Rest des Let's Eats oder den weiteren Verlauf der Nacht meinte. Aber wenn man sich die beiden so ansah, Gesichter und Arme voller Schokolade, dann war das vielleicht kein so großer Unterschied. Ende. Ja, liebe Leute, das war's mit dem zweiten laszive Lesung. Das war natürlich auch wieder eine etwas anzügliche Geschichte, etwas homoerotisch und romantisch. Ihr müsst selbst entscheiden, ob es das für euch ist. Ich bitte euch ein weiteres Mal darum, schickt mir doch gerne Geschichten, gebt mir Tipps, was ich vorlesen kann. Ich würde auch gerne mal eine Horrorgeschichte lesen. Allerdings sollte sie auch so im mittleren Rahmen sein, so wie diese Geschichte jetzt. Sonst wird das Ganze den Rahmen sprengen und der Produktionsaufwand wird für mich zu hoch. Auf jeden Fall danke ich euch mal wieder fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt auch Bock auf die nächste Geschichte und seid wieder dabei bei der laszive Lesung. Bis zum nächsten Mal.